So, Christian Emschemeier, Diplompsychologe und so weiter und so fort. Meine Kurse findest du unter liebeschip.de. Selbstliebe-Challenge geht gerade wieder los und Money-Challenge. Und ich glaube, wir haben mal wieder eine schöne Dating-E-Mail. Ich empfehle eigentlich immer bei Modul 1 unbedingt auch anzufangen. Da kommt man doch so am besten rein. Hallo Hemschi, nachdem ich jetzt 2 Jahre Single bin und in dieser Phase den Fokus auf mich gesetzt habe und habe ich meinen Liebeskummer verarbeitet und mich jetzt um mein heißgeiles Leben gekümmert. Und ja, ich war mit meinem Ex in einem Dreiecksdrama, wo ich naiv reingeschlittert bin. Du sagst es oft, ich habe es leider überhört. Doch, das passiert nicht normal. Sein Ex hat mich terrorisiert, weil sie es nicht ertragen konnte, dass er schon eine neue hat. Dieses eine Jahr Terror hat mich meine Gesundheit gekostet. Eieiei. Unter anderem 6 Kilo abgenommen, es war die Hölle, musste meine Nummer wechseln und umziehen. Also Mädels, hört auf Hemschi, sobald es etwas Ungeklärtes mit der Ex gibt. Lauft. Ja. Egal, was er darüber erzählt, glaubt den objektiven Tatsachen, nicht den subjektiven. Jedoch wollte ich dir darüber berichten, dass ich meine Lektion gelernt habe. Ich erkenne und nehme rote Flaggen im Dating ernst. Ich lernte einen sehr gut aussehenden Typen kennen. Er war von mir sehr begeistert. Es ging direkt los mit Lovebombing. Er nannte mich direkt Baby, Goldstück, auf einer anderen Sprache, Stücko d'amore. Nee, nicht d'amore, Doro, Stücko Doro. Er schickte viele Emojis mit Herzchen und Küsschen. Es war direkt verdächtig. Ich erkannte es als Lovebombing. 2 Tage nach unserem Kennenlernen kam ich schon zum Future Faking. Er sprach von Kindern und so weiter, ja. Ich schrie meiner Freundin drüber und sagte seine nächsten Schritte schon voraus. Und da kam sie schon, Schulter umkehrt, Schweigebehandlung, Opferrolle und so weiter. Ich beendete das Ganze. Er war nämlich nach einer Woche sauer auf mich, dass ich müde nach meiner Arbeitswoche freitags auf dem Sofa eingepennt bin. Ja, das geht natürlich gar nicht. Daraufhin ignorierte er mich 3 Tage. Hat wahrscheinlich gedacht, dass ich auf ihn zugehen werde, um zu fragen, was er hat, um dann, als er merkte, dass ich gar nicht reagiere, in die Opferrolle zu verfallen. Dass er wusste, dass ich spiele nur mit ihm, bla bla. Jedoch konnte er mich nicht manipulieren. Sehr gut. Ich erklärte ihm, dass Respekt und Verständnis meine Standards sind und sein Verhalten für mich Ego-Spielchen sind, die ich nicht mitmache. Ja, es ist ein bisschen wahrscheinlich, als wenn du einem Eichhörnchen die Relativitätstheorie erklärst, hier in dem Fall. Also, meine, wir Menschen sind alle gleich, aber jeder ist an einem anderen Punkt. Und oft wollen die Menschen das ja nicht hören, ne? Das ist so meine Erfahrung. Aber gut. Er meinte nur, dass ich gestört bin und er kein Weicher ist. Ja, das meinte ich. Und er einen Charakter hat. Ja, 1 und 1 ist 5. Alles klar. Ja, 1 und 1 ist 5. Steht in jedem Schulbuch. Wunderbar. Ich bedanke mich für das Verständnis und hoffe nur, dass Ruhe ist. Bin aber sehr stolz auf mich. Habe alle Schritte kommen sehen. Bin meinen Standards treu geblieben. Ich weiß, was ich will, egal wie sexy der Typ ist. Genieße bis dato mein nice guys Leben. Glückwunsch, sowas will ich hier irgendwann nur noch lesen. Ey. Ich bin über meinen Ex hinweg und stelle mich an erster Stelle. Ich will nie wieder einen toxischen Mann retten und hoffen, dass er es versteht. Danke, Emsch, für deine Arbeit. Hätte ich bloß mit den Dreiecken besser aufgepasst, hätte ich mir meine Hölle vor 2 Jahren erspart. Leute, hört diese goldenen Worte, die in Stein gemeißelt sind. Doch die Red Flags erkenne ich direkt. Doch das Schönste ist, dass die ganze Arbeit und Datingpause sich gelohnt hat. Fast 2 Jahre, doch ich bin fröhlich und selbstbewusst wieder zurück und werde an jeder Ecke angebaggert. Lieben Gruß, Cinderella. Fucking good job, kann ich nur sagen. Gute Arbeit, mach weiter so, dann kommt auch der Richtige, denke ich. Und bist da am super Punkt. Ah, nehmt euch ein Beispiel dran. Keine fucking Dreiecke. Wir sehen uns bald wieder.